Uruguay ist hierzulande vor allem als Fußballnation bekannt. Das drittkleinste Land in Südamerika glänzt aber auch durch eine fortschrittliche Energiepolitik. Mehr als 97% des Energiebedarfs werden heutzutage mit Hilfe von Wind, Sonne und Wasserkraft gedeckt. Viele Farmer profitieren inzwischen von Prachteinnahmen für Windräder auf ihren Weideflächen. Das Ergebnis, das kann sich sehen lassen, denn die Stromversorgung in Uruguay ist nahezu stabil. Auf dem Grundstück der Rinderzüchterin Guillermina Bula kreisen seit wenigen Jahren 32 Windräder an den meisten Tagen im Jahr. Dafür erhält Guillermina Mieteinnahmen, jährlich insgesamt $160.000. Mit den Mieteinnahmen durch die Windräder kaufen wir neue Rinder, Saatgut oder auch Schafe. Das bringt uns voran. Mit Dutzenden Windparks wie diesem hat es Uruguay geschafft, nahezu seinen gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen zu decken. Das kleine Land in Südamerika ist zum Klima-Champion geworden. Dank einer staatlichen Energiestrategie, zu der auch die Universität UTEC gehört. Sie ist voll auf erneuerbare Energien spezialisiert. Dieser Wandel hat dafür gesorgt, dass wir nicht mehr Erdöl aus dem Ausland importieren müssen, sondern jetzt massiv erneuerbare Energie exportieren. Zudem zahlen Unternehmen mit Solarmodulen deutlich niedrigere Steuern. Das Ganze hat gewaltige Vorteile. Immer dann, wenn Wind weht oder die Sonne scheint, wird keine Wasserkraft aus Stauseen gebraucht. Die kommt nur dann zum Einsatz, wenn es wirklich nötig ist. Den Preis für den massiven Ausbau der Erneuerbaren zahlt vor allem der Verbraucher in Form hoher Stromrechnungen. Das trübt die Stimmung im Land des Klima-Champions Uruguay.